Herzlich willkommen im Jahr 2021. Ein Prosit Neue, ein gesundes neues Jahr und herzlich willkommen natürlich auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder treu an meiner Seite seid, wieder viel mit mir gemeinsam erlebt, hier in YouTube, gerne auch im Instagram. Dort findet ihr mich auch. Dort mache ich täglich neue meinen Tagesbericht und auch im Feed im Instagram liefere ich euch wunderschöne Themenbilder pro Monat neu. Ja, und ich bedanke mich heute ganz, ganz herzlich für so viel Abonnenten. Ich habe es tatsächlich von 2020 bis gestern Abend fast Punktlandung Mitternacht auf 1000 Abonnenten gebracht. Ich bedanke mich von Herzen. Ich möchte gerne eigentlich jeden Einzelnen einmal die Hand schütteln und sagen, schön, dass ihr euch für meinen Kanal interessiert, dass ihr euch für mich interessiert, dass ihr euch für meine Schminky-Videos, Outfit-Videos, Ratgeber-Videos, Lebensgeschichten erzählen Videos, Halstücher, Brillen, Schmuck, alles das Urlaubsberichte, Fingernägelpflege interessiert und dass ihr mit dabei wart und dass ihr so viel Interesse an meinem Kanal zeigt, dass ich heute ja wieder sagen kann, das letzte Gewinnspiel gab es bei den ersten 500 Abonnenten. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, ich mag eigentlich nicht so viele Gewinnspiele machen. Ich setze immer so ein Limit und jetzt haben wir die nächsten 500 Abonnenten dazu gewonnen. Und jetzt gibt es das nächste Gewinnspiel von mir. Ich bin letzte Woche, letztes Jahr, noch losgegangen und habe ein paar schöne Sachen gekauft, die in eine Kiste reinkommen und die ich gerne verlosen möchte. Ja, ich finde, man hat es verdient, wenn man mir so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass ich mindestens einer von euch die Möglichkeit geben möchte, ein schönes Paket von mir als Dankeschön zu erhalten. Sicherlich könnte man jetzt sagen, warum nimmst du nicht den genau tausendsten oder genau den 500. Abonnenten? Ja, da kann ich auch gleich eine kleine Erklärung abgeben. Ich finde, das wäre nicht ganz so gerecht, weil viele interessieren sich für mich. Ich habe aber auch auf meinem Kanal schon festgestellt und andere auch, dass es Abonnenten gibt, die abonnieren dich, die nehmen dich eine Zeit lang mit auf ein Interessensgebiet für mich oder eben für denjenigen, der den Kanal hat. Und dann, wenn sie keine Lust mehr haben, dann entabonnieren sie diesen Kanal. Und wenn jetzt, dann sind aber welche, die sind schon die ganze Zeit dabei. Also ich habe eine, also ich kann mich noch genau an die eine einzige erinnern. Nach meinem ersten Video hatte ich eine Abonnentin. Die habe ich noch heute in mein Herz drin, weil sie ist meine allererste und sie ist auch auf Instagram immer noch da. Sie hält mir immer noch die Treue. Und theoretisch müsste man fast sagen, ja, sie hat es am meisten verdient, weil sie wirklich bis jetzt immer dabei war, auch immer tolle Kommentare abgegeben hat, sich immer hat sehen lassen. Ja, das ist schon so, aber ein Gewinnspiel ist ein Gewinnspiel. Aber ich persönlich finde, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde den 500. mit einem Geschenk belohnen und der geht am nächsten Tag aus meinem Kanal raus, finde ich dann nicht ganz so gerecht. Also vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und deswegen mache ich dieses Gewinnspiel für alle, die daran teilnehmen. Und dann
trifft es halt nur einen. Wenn ich in den Lostopf reingreife und sehe alle Hauptgewinne auf dem Rummel und ich greife einmal rein und ich ziehe den, dann ziehe auch nur ich den. Und dann gucken vielleicht die anderen und sagen, Mensch, hatte die ein Glück? Die hat den Hauptgewinn gezogen, dann bin ich auch die Einzige. Und ihr seid alles meine Hauptgewinne, gar keine Frage. Aber ich habe schon überlegt, ich kann auch keine 1000 Päckchen fertig machen und jedem Einzelnen ein Dankeschön schicken. Wäre auch wieder so, Also, ich mache ein Gewinnspiel. Und zwar diesmal für die weiteren 500. Aber natürlich können alle 1000 und wenn jetzt vielleicht gerade in der Stunde passiert, dass 1, 2, 3 wieder noch dazugekommen sind. Auch die können dann gerne mitmachen, dass man das dann unter denen verlost. Und ich habe was Schönes zusammengestellt und möchte das gerne hier in diesem Video vorstellen. Ich möchte euch aber erst einmal die Teilnahmebedingungen sagen. Also teilnehmen kann jeder von euch, der hier reinkommt und der meinen Kanal natürlich abonniert hat. Das ist ganz klar. Und nicht jemand, der den nicht abonniert hat. Das ist ganz klar. Es müssen schon alle diejenigen sein, die ihn auch abonniert haben. Dann würde ich gerne wollen, dass alle die mitmachen, auch auf jeden Fall mir einen Daumen hoch dalassen. Das ist auch immer ganz schön. Manchmal wird das vergessen. Ich habe das auch schon mal vergessen. Dann möchte ich wieder, dass die drei Worte gerne haben. Und zwar, ich bin dabei. Die drei Worte sind die einzige Pflicht für euch, um mir zu signalisieren, dass ihr gerne an diesem Video-Gewinnspiel teilnehmen wollt. Also, ich bin dabei, die drei Worte müssen stehen. Und dann ganz gerne vielleicht noch einen kleinen netten Kommentar dazu, wie ihr auf mich aufmerksam wurdet. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, vielleicht durch eine Freundin oder durch Bekannte oder nur durchs Scrollen durchs YouTube oder über Instagram. Das würde mich interessieren. Ich möchte gerne, dass ihr niemanden außer der Reihe noch mit verlinkt. Erstens ist das echt verboten, wenn ihr diejenige oder denjenigen nicht vorher fragt. Und daran möchte ich mich halten. Das schreiben zwar alle immer rein, aber das ist nicht Voraussetzung. Voraussetzung ist wirklich, meinen Kanal abonniert zu haben und die drei Worte, ich bin dabei. Natürlich kann mir jeder andere, der nicht dran teilnehmen möchte, auch ein paar nette Worte schreiben. Aber wenn ich diese drei Worte nicht lese, dann seid ihr nicht mit in der Losbox drin. Die Verlosung beginnt mit dem Ende dieses Videos, nämlich heute am 2. Januar per sofort und endet am 4. Januar, Montag früh um 8 Uhr. Also, auch das steht nochmal alles unten in der Infobox. Da schreibe ich euch nochmal die Teilnahmebedingungen, falls jemand jetzt hier irgendwie dann sich schnell vergisst. Und das steht alles explizit nochmal unten in meiner Infobox drin. Und das Verlosungsvideo folgt dann am Montagabend. Ich denke, dass wir es vielleicht schaffen zwischen 18 und 20 Uhr. Ich sage es in meiner Story nochmal. Dann einfach hier reinschauen und da wird dann verlost. Und mein Held wird natürlich wieder die Losfee spielen. Und es ist diesmal kürzer. Es sind ja auch sehr viel mehr. Also ich muss den Zeitraum auch ein wenig specken, damit ich dann auch, desto länger ich es mache, desto mehr kommen noch irgendwo dazu und da weiß ich dann wieder nicht, bleiben sie oder gehen sie nur deswegen hin, weil ich muss ja Gewinnspiel angeben
Und viele machen ja einfach nur aus einem Gewinnspiel heraus mit und sind dann wieder verschwunden. Also ein bisschen abgespeckt. Ab jetzt, 2., wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, gilt das Mitmachen. Die drei Worte, ich bin dabei und einen Daumen hoch. Alles, was ihr wollt. Und jetzt stelle ich euch vor, was ich in das eine Gewinnerpaket alles hineintue. Also, ich war bei DM einkaufen. Letztes Mal gab es ja ein Päckchen von Rossmann. Diesmal gibt es von DM. Die Gewinnerin würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn die mir ein bisschen ein Feedback gibt, ob sie die Produkte kennt, wenn sie es erst in den Händen hält und wenn sie dann ein bisschen austestet und mir hin und wieder mal sagt, ja, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Ist aber keine Pflicht. So, fangen wir an. Ganz einfach. Erst einmal gibt's die Hygienetücher, damit ihr euch, und die lege ich auch oben rauf, sobald ihr das Paket aufmacht, könnt ihr euch erst einmal die Hände abwischen, um dann im Grunde genommen auch die Produkte in Ruhe anzufassen und noch immer geschützt seid. Dann habe ich natürlich Happy New Year, ein paar Servietten, die gelten immer für dieses Jahr. Oder aber ihr legt sie in den Schrank und nutzt sie erst nächstes Jahr. Aber es steht nicht Prost Neujahr drauf, sondern Happy New Year. Und wir haben ja jetzt erstmal das neue Jahr. Also sie gelten eigentlich das ganze Jahr. Dann bin ich so ein bisschen in Wellness-Richtung gegangen. Und da fangen wir mal an. Ich habe eine wunderschöne, passend zu den Servietten, goldene Kerze. Die fand ich sehr, sehr schön. Und die packe ich mit dazu, gehört ja zum Wellness, wenn man es für sich selbst macht, immer dazu, so ein bisschen Kerzenschein. Jo, zur Wellness gehört natürlich auch dazu, dass man ein wunderschönes Duschgel hat und eine schöne Bodylotion. Ich habe dieses kleine Geschenkset zusammengestellt, das ist von Pure Claire. Bodylotion mit frischem Bambus und Aloe Vera Duft und Duschgel. Mal sehen. Jeweils 100 Milliliter und eine Seife und eine Nagelbürste ist noch mit drin. Finde ich wunderschön verpackt. Kann man durchaus sich auch nur hinstellen. Fand ich sehr, sehr schön. Kommt mit ins Päckchen rein. Zum Wellness gehört natürlich auch dazu, etwas fürs Gesicht zu tun. Da habe ich ein paar Masken. Und zwar von meiner Lieblingsfirma Schäbens habe ich einmal eine Kurkuma-Maske. Ich selber nehme ja auch von DM Kurkuma für meine Haut. Finde ich immer sehr heilend. Kurkuma, Ingwer, Japan-Zeder-Extrakt und vor allen Dingen für alle Hauttypen. Zum Ausprobieren auch eine Peel-Off-Maske. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich benutze die sehr, sehr oft. Ich finde die Produkte gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mal eine neue mit dazu genommen. Habe ich noch nie ausprobiert. Und zwar die 3-Phasen-Wirkungs-Erdbeer-Peeling-Maske. Bisschen, ich bin ja so ein Beerentyp. Ich mag Beeren und habe das jetzt mal mit reingetan. Und da möchte ich natürlich ganz gerne auch mal wissen, inwieweit der eine oder andere das schon ausprobiert hat. Natürlich fehlt im Gesicht noch was zur Pflege. Da habe ich meine Lieblings-Eye-Mask, also Augenmasken, auch mit reingetan. Ich habe sie schon oft vorgestellt, ich nehme sie sehr, sehr gerne und habe jetzt 2. Einmal ist Energy Elixir, Pink Grapefruit, Hyaluron, Vitamin C. Und das zweite ist Deep Hydration, Aloe Vera, Hyaluron, Vitamin E. Die könnt ihr euch dann auch schön unter die Augen machen, währenddessen ihr den Rest mit einer Maske macht. Ja, dann, um die natürlich auch richtig aufzutragen, habe ich von Abelin, habe ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht, das ist für die Reinigung gut, fürs Peelen und auch für die Massage, habe ich so eine kleine Massagebürste dazu mitgemacht. Fand ich recht schön. Man soll sich ja selber auch mal streicheln und man soll sich selber pflegen. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man das mit so einem Bürstchen macht. Lippenpflege finde ich
ganz, ganz wichtig und habe ich auch in jeder Variation. Und ich habe diesmal ausgewählt für diejenige von Alverde. Und zwar Feige und Honig. Alverde, die Firma kennt ihr sicherlich, habe ich auch schon öfter vorgestellt. Ich habe schon einige Produkte von Alverde mir gekauft. Ich werde jetzt auch in diesem Jahr tatsächlich mich mal ein bisschen mehr um Alverde bekümmern. Wir sind ja alle so ein bisschen mal auch auf Bio und auf Nachhaltigkeit und auf Naturprodukte und Naturkosmetik aus. Und da werde ich mich noch ein bisschen mehr drum kümmern. Aber den habe ich gesehen und Honig mag ich und Feige mag ich auch. Und da habe ich gedacht, das ist für eine gute Pflege. Die kommt auch noch mit dazu. Dann zum Schluss, finde ich immer sehr, sehr schön, habe ich von Kurkuma Kurkuma Clear beruhigendes Feuchtigkeitsspray. Ich benutze das sehr, sehr gerne. Meistens benutze ich es früh morgens so als allerersten frische Kick. Also ich gehe wirklich, ich bin sonst nicht der Sprayer, das wisst ihr. Ich habe noch nie irgendwelche Fixing-Sprays gemacht. Wage mich aber jetzt schon mal ran, habe ja schon von Rival de Loup Primer und Fixing Spray jetzt genommen, weil das so schön fein rauskommt. Und ich habe durch die Kurkuma-Serie von Neutrogena, die ich ja schon etliche Zeit jetzt benutze, durch meine Probleme mit der Nase und auch für die Haut und zum Beruhigen und Kurkuma eben sowieso uns sagt, dass es heilend nicht nur innerlich, auch äußerlich wirkt, habe ich mir dieses Spray gekauft und das sprüht sich auch so schön zart und fein. Und wenn man das aufsprüht aufs Gesicht, dann ist das gleich so ein morgendlicher, beruhigender Kick. Ich mache das sogar noch vor der Reinigung. Also ich komme ins Bad, es steht gleich da, und wenn ich noch so ein bisschen müde bin, pf, pf, pf. Und gleich ist ein Energieschub in mir selber drin, indem ich etwas Gutes für meine Haut tue. Die Serie gibt es davon, da gibt es eine Feuchtigkeitscreme, da gibt es einen Reinigungsschaum, da gibt es ein Reinigungsgel davon. Die habe ich auch. Ich wundere mich, dass es von Kurkuma noch keine Nachtcreme gibt von Neutrogena. Ob die noch da am Rummödeln sind, weiß ich nicht. Oder ob es mein DM noch nicht hat, aber ich bin mit dem allen zufrieden und nehme dann abends eine andere Nachtcreme. Ich finde die gut und hiermit kann diejenige dann schon mal oder derjenige kann dann schon mal es ausprobieren. Ja, dann haben wir noch, damit eure Kosmetikpinsel immer schön sauber sind, habe ich von Evelyn natürlich passend, ne, in der Farbe auch einen Pinselreiniger. Oh Quatsch, was erzähle ich denn? Pinselreiniger, eine Gesichtspeelingbürste nochmal besorgt. Also ich würde das immer für die Reinigung nehmen und das könnt ihr dafür nutzen. Pinsel kann man damit auch waschen, wer das nicht mag oder dem das zu fest ist. Also die kleinen Pinsel lassen sich sehr gut auch damit reinigen. Man kann das auch dafür nutzen. Deswegen habe ich vorher für die Pinsel gesagt. Aber letztendlich lest euch das eigentlich durch. Es sind die großen Noppen für durchblutungsfördernde Massage, die mittleren Peeling-Härchen entfernt, abgestorbene Hautschüppchen und feine Härchen Pflege nach Gebrauch mit warmem Wasser machen. Und wie gesagt, wenn ihr es unangenehm fürs Gesicht habt oder ihr habt irgendwas anderes, dann nehmt das als Pinselreiniger. Richtig den Pinsel anfeuchten, ein bisschen Seife hier drauf und dann könnt ihr das damit benutzen. Also vielfach einsetzbar. Ich würde es nur nicht dafür nehmen und dafür. Ich würde mich für eins von beiden entscheiden. Und jetzt lege ich natürlich mein absolutes DM-Highlight-Produkt noch mit rein. Das ist das letzte, was ich noch mit reinlege. Klar, den Natural Bronzer von Garnier. Selbstbräunungsmousse. Ich habe mir gedacht, das ist egal. Ich habe mir für mich so eine Summe ge gedacht, Summe X machst du. Und dadurch, dass ich es so oft im letzten Jahr angepriesen habe, dadurch, dass ich selber so begeistert bin, so von angetan war und ich mittlerweile von
knapp 20 Frauen gehört habe, dass sie sich den auch gekauft haben. Ich verdiene daran nichts. Im Nachhinein habe ich mir gesagt, hättest du mal Garnier angeschrieben und hättest mal gesagt, sag mal. Aber zu spät, zu spät, zu spät. Und es ist mir auch egal. Von was ich begeistert bin, da muss ich nicht irgendwo kratzen und sagen, gib mir was ab. Den packe ich noch oben drauf. Probiert ihn aus. Ich sage immer gleich dazu, Gesicht, Hals und Dekolleté mache ich ohne Peeling. Klappt super. Ich kann sogar den Schaum mit Feuchtigkeitscreme auch noch verbinden. Mit BB-Cream oder Make-up natürlich nicht. Würde ich auch nie machen. Das wäre mir, so reibe ich mir das nicht ein. Ich reibe mir den ein wie Sonnenmilch, wirklich auch über die Ohren und in die Halsfalten und richtig schön einmassieren und auch Hals, Dekolleté bis rüber über die Schultern, damit ich immer so eine zarte Bräune im Winter sowohl als auch im Frühjahr habe. Zum Sommer bräunt man ja dann so und dann auch, um die Bräune noch ein bisschen zu halten. Ich habe von 3 Frauen mittlerweile gehört, sie nehmen es auch für den Rest des Körpers, aber da raten sie dazu, dass ihr dann mindestens die Beine ordentlich peelt vorher, weil es wird nicht streifig. Die Frauen haben es vorher gepeelt und haben gesagt, auch da ist er toll. Also, den packe ich noch dazu. Das ist mein Gewinnerpäckchen. Kommt alles in dieses Päckchen rein und kommt dann auf den Verlosungstisch. Ich werde alles liebevoll einpacken, wie auch schon das erste Paket. Würde mich freuen, wenn ihr Spaß dran habt und mitmacht und lest euch nochmal genau die Teilnahmebedingungen durch. Und ich freue mich jetzt schon aufs Verlosen. Ich gönne es jeder Einzelnen. Und es wird aber nur eine sein. Also, viel Spaß beim Mitmachen. Das war auch heute schon mein Video. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns dann Montagabend im Verlosungsvideo wieder. Ich möchte mich für jetzt auch schon verabschieden. Wünsche euch einen guten Start in den Januar. Wünsche euch viel, viel Glück beim Gewinnspiel. Und sage schon mal tschüss, eure Farbenfroh 60+. Bitte noch dran denken, in der Infobox stehen noch mal genau die Teilnahmebedingungen. Alles klar und vielen Dank, dass es euch alle gibt und dass ihr hoffentlich auch in diesem Jahr von mir nicht enttäuscht seid und weiter meinen Kanal einschaltet. Alles klar, tschüss.